Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Feel the Beast Presents Hermit Pack mit dem lieben Dragul zusammen. Hallo. Servus. So. Auf geht's mit der wilden Fahrt. Weiter. So. Die Power Cells sind fertig. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich stelle mal unten am besten. Unten wäre eigentlich doof, weil da ist nicht der Eingang. Oben ist der Eingang gewesen. Und zwar da. Der Eingang war hinter dem Ding oder unter dem Ding? Was ist da noch? Warte mal. Ah, unter dem Ding, alles klar. Sehe ich gerade. Man braucht ja einfach nur die Config öffnen. Ne? Genau. Pass auf, dann ist schon spät. Ja, jein, ne? Aber da man immer den halben Tag verpennt, so wie ich. Momentan ist da irgendwie. Ja gut, ich fange auch momentan ziemlich früh an, weil ich habe ja heute gewechselt. Mhm. Meinen Arbeitsbereich, sag ich mal. So. Hui. So, und zwar, die Power Cells ist ein neues Energiespeichersystem von AF Tools. Die kann man einstellen auf In und Out, wenn man da rechts reinklickt. In ist natürlich klar, ne? Speichert dann Energie, ist klar, Out ist, gibt die aus. Man kann jetzt aber, was cool ist, man hat diese, was habe ich gerade in Hand? Power Cell Cards. Die sind relativ billig. Die kosten tatsächlich nur Gold, Papier und Redstone, also nicht wirklich viel. Die kann man jetzt benutzen, da geht man jetzt einfach mal hin und jetzt habe ich einen aus Versehen Rechtsklick aufgemacht, habe da ein Modul installiert. Ist auch egal, ich habe den jetzt gelinkt auf ID1, der ist jetzt da drin, oben links. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt eine nächste da in den Link rein tue, dann ist sie auch auf ID1 gelinkt. So. Und wenn ich jetzt eine neue Power Cell nehme, ich stelle die zum Beispiel hier hin, hinter dir, und lege jetzt oben die links das Ding rein und zack, hat das Ding Energie. Im Prinzip ist das wie ein Tesseract für Energie dann. Und das gibt es, wie gesagt, bis 4 Millionen F, das Ding. Die Power Cells, man kann damit ein richtiges Energienetzwerk aufbauen. Das heißt, man braucht nicht. Wir können jetzt auch mal irgendwo hingehen, sagen wir mal, wir gehen. Das ist praktisch, es sortiert sich praktisch. Genau. Ich gehe zum Beispiel hier draußen hin. Magst du auch kommen und gucken? Weil du kennst das ja auch noch nicht, das System. Sehen wir mal hier hinten an den. Irgendwo hier hinten an den Dingens hier, Schleimdingern. Stelle ich das Ding hier hin. Das ist natürlich immer noch gelinkt, ist klar. Hat jetzt 500.000 F. Mhm. Stell den natürlich auf Out, weil wir brauchen die Energie hier. Und dann stelle ich jetzt den Vertical Digger da dran. Und zack. Und das Ding fängt jetzt an zu minen. Nicht schlecht. Das System ist richtig cool, finde ich, weil das ist nicht teuer. Ne? Mhm. Also das System an sich ist nicht wirklich teuer, die erste Zelle. Natürlich die nächsten Zellen, muss man sagen, kosten diese Dimensional Charts und so. Ist natürlich jetzt nicht so geil, weil das relativ teuer ist. Aber sobald man, ich sag mal, sobald man die Dimensionen hat, geht's eigentlich wieder. Dann reißt den Vertical Digger wieder ab. Zack. Habe jetzt die ganzen Erze eingepackt und das Ding packen wir auch wieder ein. Und so kann ich jetzt im Prinzip hier einmal irgendwo hin lang gehen, wenn ich Bock habe. Hier, was weiß ich, kann man hier hingehen. Stell das Ding hier nochmal hin und der meint schon wieder. So einfach geht das. Total geil, finde ich. Jo. Weil der Vertical Digger ist halt, der macht 5, ich weiß jetzt nicht, ob der 5x5 macht, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Den kann man aber auch noch upgraden mit gewissen Sachen. Dann wird der größer. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie groß man den machen kann tatsächlich. Wie war das nochmal? Ne, der war das nicht. Habe ich das Buch bei? Nein, ich habe das Buch nicht bei. Von Actually Editions. Da steht dann irgendwie drin mit dem Vertical Digger.
Na? Ich auch nicht. Oder da geht aber auch runter im Dorf. Zwei Creeper, ein Zombie. Schnell weg. Ach ja, ich hab doch mein Wurfsternchen. Theoretisch. Das hätte ich mal ausprobieren können, ja. Da ist das Manual. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Dinger hießen. Tatsächlich. Blocks that use vertical, Digga, da ist er doch. Mein's everything. Genau, 1511 braucht er für einen Block. Genau, Radius ist 2, das heißt 2 in jeder Richtung. Phantom Boosters heißen die, genau. Ah, okay. Phantom Booster, die 3 Stück kann man, 3 oder weniger, 3 oder, 3 or, 3 or less heißt, glaube ich, 3 oder weniger. Mhm. Und die machen den, glaube ich, um einen weiter. Das heißt, man kann den bis auf maximalen Radius von 5 machen. Das heißt, das ist, glaube ich, dann 10 mal 10 oder 11 mal 11. 11 mal 11 müsste das sein, glaube ich, ne? 11 mal 11, ja. Genau, wir bräuchten theoretisch Phantom Booster, die aber Enderperlen brauchen. Das ist das große Problem. Für uns momentan. Wir bräuchten nämlich 4 Enderperlen pro Booster. Mhm. Na dann. Na dann, erstmal Enderman Klippel. Nein, Spaß. Man muss ja echt ein Loch dran. Eigentlich will ich ja gar nicht wissen. Ja, wie gesagt, wir könnten natürlich jetzt darauf hinarbeiten, ein Powered Spawner zu bauen tatsächlich. Wo wir aber natürlich einen Slice and Spice und einen Soulbinder noch für brauchen und 30 Level auf jeden Fall. Mhm. Was jetzt nicht das Problem wäre, glaube ich, tatsächlich. Aber ich könnte ja schon mal ein Slice and Spice bauen. Ja. Könnte ich nicht. Warum so Level? Scheiße. Warum denn? Hallo? Gold und Seelensand? Oder Gold und Seelensand? Na ja, gut, alles klar. Alles klar, alles klar. Also, denke ich. Ja, da ist Soul. Soul. Da. So. Haben wir überhaupt eine Leuchtmelder? Ja, haben wir. Ja. Das steht oben. Brutzelt schon mal. Wir brauchen noch eine Schere. Das ist jetzt nicht das Problem. So. Eine Axt. Auch nicht unbedingt. Machine Casing. Ja, schade, haben wir nicht alles. Kann schon ein bisschen was tun, wenigstens. auch wenn es nicht viel ist. Ja. Du sollst nicht den Kopf benutzen, du. Nimm den. Ich nehme gerade Wizard-Skull, ey. Sind wir Krösus? Ja, eben, deswegen, ne? Ich weiß nicht, was er meint da manchmal, ey. Haben wir? Haben wir schon? Ach ja, doch. Wir haben sogar schon eine Painting-Machine, cool. Dann könnte ich ja eigentlich. Ah, da. Könnte ich ja eigentlich hier. Facades draußen hin. Dann können wir da den Slice and Spice hinstellen. Nein, mein Gott. Jetzt drück dich doch da rein. Willst du mich verarschen? Dann mach dich vom Acker. Ja. Ja, ja. So, jetzt aber. Mensch, da. So, schon was fertig hier. Danke, sehr gut. So, dann machen wir mal den Schleiß in Speis. Zack, und da ist er schon. Relativ einfach zu bauen, der Teil. Braucht man halt nur ein Ding ins Kopf hier, entweder ein Zombie oder was auch immer. Ist halt so. Braucht man eine Schere und eine Axt. Braucht man ja auch dafür, für den Rotzteil. So.
Das haben wir. Dann brauchen wir noch Soulbinder. Ich baue schon mal die Maschinen auf. Mhm. Da brauchen wir 4 Köppel. Haben wir nicht? Ne, stimmt, haben wir auch noch nicht. Soul Level hätten wir tatsächlich. Haben wir. Hast du schon angeschlossen? Ne, ne. Was, wie, wo? Unten der Teil. Also die Drops. Ich bin dabei. Hat er schon Skelettköpfe? Ne, ne. Doch. Ich meine schon, warte mal. Mehrere? Halt, nee. Doch nicht. Schade. 3 Köpfe brauchen wir dann noch für den Soulbinder. Na gut, dann müssen wir halt noch 3 Köpfe suchen. Tatsächlich. Oder versuchen zu kriegen irgendwo, ja. Zombies, whatever. Und dann könnten wir uns dann an den Dingenskirchen dann machen. Mhm. Wir könnten ja einmal dann auch warten, dass wir Nacht haben. Weil. Wir brauchen auch noch die Soul Vial. Vial. Genau. Ich will keinen Painted Fused Quarz, du. Wo willst du mich verarschen? Ma. Fused Quarz. Willst du mich verarschen? Ja, not painted. Ja, will ich haben. Danke. Herrgott. Der ist immer noch nicht fertig mit dem Solarium. Mein Gott. Braucht er aber auch wieder hier. Ist überhaupt schon ein Double-Dingsbums drin? Ja. Okay. Tatsächlich schon. Na gut. Okay, Korrektur, doch schon 5 Köpfe. Oh, das ist gut. Dann hole ich mir gleich mal kurz ab da. Ja. Stell mal kurz den Vertical Digger mal wieder irgendwo hin. So. Ja, so nicht. So vielleicht, danke. Das ist schon der Hammer, so ein Teil eigentlich, wo der dann im Prinzip nicht in den Boden buddeln muss. Und man sieht dann auch an der Y-Achse, wo der gerade, auf welche Höhe der gerade ist. Der ist jetzt gerade auf, na, noch nicht ganz auf Bedrock getroffen. Gold hat er jetzt gerade rausgeholt, cool. Und noch mehr. Und jetzt ist er fertig. So. Ein bisschen viel Eisen wieder, ein bisschen Gold. Das ist immer gut, alles Mögliche daraus zu holen, egal was. Im Prinzip. Ja. Hauptsache irgendwas, weil genau. Ressourcenmäßig brauchen wir sowieso genug eigentlich. Warum steht denn erstmal das Skelett verknüppeln? Hier, komm her. So. So, dann wollen wir schon mal eine Soul Vial bauen. Wenn es Nacht wird, dann gehen wir uns mal ein hier Dingenskirchen holen. Yep. Ein Endermann. So. Und Rums, die Bums. Brauchte man für die Scheiße tatsächlich mehrere? Ach, man muss verschiedene Köpfe haben. Da fehlt ja nur einer. Verdammt.
Stimmt, man muss ja vier verschiedene haben für den Soulbein, ne? Ja, man braucht einen Enderman und einen Creeper-Cop noch, ne? Du bist ja ein Feiner, ne? Oh Mann. Yep. Und kein Beheading nix, ey, auf irgendwas. Muss den Cleaver bauen. Ja, hab ich auch Lust so, du? Ne. Also. Da wären wir bei dem Thema. Ach ja. Schmocknet. Naja, die Form, die müsste ich ja eigentlich schon gegossen haben. Und ansonsten... Was gibt Beheading? Weißt du das? Enderman-Köpfe. Hier? Glaube ich zumindest. Ich guck mal, Beheading. Eine Enderperle und ein Obsidian. Okay, doch nicht so teuer. Haben wir Enderperlen? Nein. Super. Hat sich das auch erledigt, das Thema. Das wäre gerade dunkel. Man könnte ja mal gucken, ob man einen Enderman findet. Zum Beispiel, ja. Weil man könnte ja theoretisch, da mein Rapier oder Rapier noch 5 Modifier hat, könnte ich auch Beheading aufklopfen. Ja. Der hat zwar nur 8,3 Attack Damage noch, aber ich könnte ja so 3 Modifier noch für Sharpness nehmen und dann hier Dingens, Beheading zweimal drauf machen oder so. Mhm. Weil ich sag mal, man muss ja keine 40 Attack Damage Rapier haben oder so. Nee. Brauchen wir nicht unbedingt. Eine Witch. Ganz wenig. Oh, da sind ein Krepel. Krepelkopf fehlt auch noch. Mhm. Aber da waren noch 2 Skelette bei, deswegen bin ich ein bisschen weiter geflogen. Das war mir dann zu anstrengend. Da stehen 2 Creeper nebeneinander. Hallo. Nein. Scheiße. Okay, jetzt war ich zu langsam. Ah, da steht noch einer. Komm mal her. Ich hasse es, wenn Gras im Weg ist. Ja, ist ja klar. Du musst nicht deinen Kopf droppen, du Blödmann, ne? Fertig. Spinne, braucht keiner. Enderman vielleicht mal. Irgendwo. Noch mehr Spinnen. Mini-Skelett, auch doof. Wenn schon mal einen Enderman, das wäre schon mal cool zum Einsammeln. Mhm. Ganz viele Schweinchen. Haben wir eine Wüste schon gefunden? Nein. Schade. Das war nämlich auch relativ gut, Enderman. Ja. Ach, das ist ein Ding ins Creeper. Ein Concussion Creeper. Ja, blöd ist halt, dass man für die Enderperlen Bienen leider ins Enden muss. Da kannst du auch gleich die Endermänner knüppeln gehen. Ja. Theoretisch. Das stimmt. Obwohl natürlich, obwohl natürlich die Bienen relativ einfach ist, weil du die automatisieren kannst. Aber man muss immer bedenken, bei Bienen, da dauert ewig, bis man da genug Sachen zusammen hat. Man siehe, ne, dann Be Happy von mir. Dann Mod-Pack, was ich ja durchgespielt hatte, wo ich am Ende aber auch cheaten musste, weil das sonst zu lange gedauert hätte. Ja. Das so ist halt der Nachteil an Bienen. Weil du kannst zwar alles mit Bienen machen, aber manche Sachen dauern ewig. Also im Groben steht der Transport von der Mobfalle ins System.
Im Groben. Und wie im Nicht-Groben? Ich habe halt noch keine direkte Lösung für diese scheiß Bögen mit der unterschiedlichen Durability. Boah, wie ging das nochmal? Geht da nicht mit dem Export was vom im Dingensystem? Das. Du konntest irgendwo konntest ja, du was einstellen. Da konntest du einstellen, dass egal was für eine Durability, der nur die Art der Sache dann rausgepumpt. Warte mal, ich guck mal eben. Schnell mal eingebaut. Ich weiß, dass es bei dem AE2 ging. Das weiß ich, aber ob das jetzt bei dem jetzt auch geht, ist eine andere Frage. Ah ja, da geht's auch. Ah, da bist du. Was ist das denn für ein Häuschen? Ach, Immersive Engineering. Cool. Ich habe ein Immersive Engineering Haus im Dorf gefunden. Aber hier ist keine Kiste, dann ganz schön frech. Ach doch, hier. Nicht schlecht. Iron Watts, Treated Sticks und Kupfer gefunden. Okay. Nur mit. Jo. Braucht der Villager nicht. Nee. Habe ich gehört, dass er nicht braucht. Schade, hätte mal sagen können, dass ein Imker hier ist, aber ist leider nicht. Jo, schmeiß weg. Ja, und die Folge ist schon wieder vorbei. Sowas aber auch. Ja. Deswegen würde ich wieder sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten oder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde. Feed the Beast presents Hermit Pack. Tschüssingen. Sagst du tschüss? Tschüss.